Ich bin Chris Kläuber, Comiczeichner und Verleger von PlanPlan Productions. Das ist immer so schwierig. Also, bei mir hat natürlich alles mit Batman angefangen. Also, ist nach wie vor einer meiner Lieblings-Superhelden. Und je nach, ich würde mal sagen, je älter ich wurde, desto anders da wurden meine Bezüge zu den Comic-Charakteren. Also mir hat eine Zeit lang Spawn gut gefallen, Spider-Man. Ja, tut es eigentlich immer noch, aber mittlerweile bin ich mehr in meinen eigenen Figuren drin und da einen Favoriten rauszusuchen, ist schwierig. Also ich mag Trachtman, weil er halt Superheld ist und alles, was mit meiner Heimat zu tun hat, verbindet das alles. Sanchez quasi ist meine kindliche alberne Seite, Dopey der Kifferkater ist so quasi meine faule Seite. Also ich mag alle meine Kreationen auf eine bestimmte Weise. Die Comic-Szene in Deutschland, die blüht auf. Also ich würde mal sagen, das ist eine aufblühende Gesellschaft, Szene. Ein bisschen zu sehr aufgeteilt, finde ich. Also man könnte da noch ein bisschen mehr zusammenwachsen. Aber es ist so vielfältig und es sind so viele kreative Köpfe dabei, auf alle Fälle überall mal einen Blick wert, reinzugucken. Grunde genommen eigentlich ganz einfach, du gehst auf die Behörde, meldest deine Firma an und das war's. Schwieriger ist es nur, dass du deine Sachen irgendwie unter die Leute kriegst, dass du am Ball bleibst. Und das ist so quasi, glaube ich, das, woran die meisten scheitern, dass man einfach macht. Immer wieder am Ball bleibt und ja, das ist eigentlich das Schwierigste daran, dass man halt wirklich Sachen macht und veröffentlicht. Und heutzutage sind Comics zu machen, wirklich durch die Online-Druckereien und durch die Community, ist es sehr einfach, Comics zu machen. Obwohl, du musst es ja nicht mehr drucken, du kannst es ja auch online veröffentlichen. Unser Team besteht im Grunde genommen aus 6 bis 8 Leuten, die freiberuflich und so bei uns Comics machen. Also es geht vom Autor bis hin zu Koloristen, Tuschezeichner, sogar ausländische Kollegen haben wir, die, keine Ahnung, in Spanien inken oder in den Philippinen Vorarbeit für die Kolo leisten. Es ist sehr breit gefächert, aber der Kern besteht im Grunde genommen aus 8 Leuten. Aktuell arbeite ich gerade an dem sommerlichen Sommer-Special von PlanPlan Productions. Das ist eine Anthologie-Reihe mit den bekanntesten oder, ja, ich würde mal sagen, bekanntesten Figuren. Also da ist Shark Farmer drin, da ist Trachtman drin, da ist Sanchez drin, Mr. Kill, Riot und zu dem Zeitpunkt müsste es, glaube ich, auch schon erschienen sein. Ich fand die Dinnerparty ziemlich witzig, weil auch sehr viele unterschiedliche Leute drin sind, weil wir machen ja alle im Grunde genommen irgendwie Kunst, aber die Facetten sind extrem weit gefächert und das fand ich sehr faszinierend, weil Kunst beschränkt sich ja wirklich nicht nur auf eine Sache, sondern es geht wirklich ins Handwerkliche oder ins kreative Schreiben und so weiter und das mit den Ameisen fand ich auch total super.